Das Impfwerbevideo mit dem Grünen-Politiker Janosch Dahmen in der Morgenmagazinsendung, die gar nicht als Dauerwerbesendung überschrieben war, wirkt wie aus einer vergangenen alten Zeit. Herr Dahmen bemüht wirklich jedes wissenschaftlich bereits widerlegte ehemalige Narrativ der letzten 3 Jahre, um den neu angepassten Impfstoff der Firma Pfizer zu bewerben. Er bemüht sogar die Mehr des Safe and Effective und das, obwohl wir die Zahlen doch mittlerweile alle kennen. Tausendfach ist die Wahrscheinlichkeit für eine ernstzunehmende, unerwünschte Wirkung nach Covid-Injektion im Vergleich zu den konventionellen Impfstoffen erhöht. Und das ist nicht in irgendeiner Studie errechnet, sondern aus der Zulassungsstudie der Firma Pfizer von den Wissenschaftlern Doshi und Fairman herausgerechnet. Es ist also lange bekannt. Spätestens die 2G-Superspreader-Events im Herbst 2021 sollten darüber aufgeklärt haben, dass Infektion und Transmission, also Übertragung, durch diese Stoffe nicht verhindert werden kann. Wiegen Sie sich also nicht in einer politisch vorgegaukelten falschen Sicherheit, wenn Sie vulnerable Gruppen besuchen wollen. Neueste Zahlen aus dem englischen Healthcare System zeigen zudem auch noch auf, dass mehrfach Geimpfte wahrscheinlicher an der Covid-Infektion versterben als Ungeimpfte oder weniger Geimpfte. Sie vernachlässigen in diesem Interview auch, oder Sie vergessen, den IgG4-Switch zu erwähnen, den das Immunsystem machen kann bereits nach der dritten Impfung. Und dies hat die Folge, dass wir Autoimmunerkrankungen entwickeln können oder aber geschwächt auf eine erneute Infektion mit Corona reagieren können. Zudem ist die XBB-Variante mit ihrem Höhepunkt im Mai oder April, Mai 2023 bereits veraltet und ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von Ihnen diese Welle in Anführungsstrichen mitbekommen hat. Herr Dahmen, Sie unterschlagen die breite natürliche Immunität der Bevölkerung. Ihre Werbung für einen bereits jetzt veralteten Impfstoff ist unlauter und bar jeder Evidenz. Dass Ihnen das der Moderator durchgehen lässt, ist allerdings auch bemerkenswert. Nach unserem Dafürhalten gilt, nur ein evidenzbasiertes Impfwissen schützt. Und zwar vor falschen Hoffnungen und ernstzunehmenden, unerwünschten Wirkungen dieser Intervention, die tatsächlich ja nur an 20 Mäusen getestet worden ist. Die EMA hat es durchgewunken, die STIKO hat es in die Empfehlung übernommen, ohne weitere Sicherheitsprüfung. Wir sind der Meinung, nur eine individuelle Impfberatung ist der Schlüssel zu Ihrer gesunden Entscheidung. Bleiben Sie aufmerksam.